Wir stehen im Moment vor der größten Herausforderung, die die Menschen je gehabt hat, die drohende Klimakatastrophe. Wenn wir so weitermachen, laufen wir in die Katastrophe rein. Der Mensch steht kurz vor dem Aussterben. Wir ersticken bald an unserer eigenen Verschmutzung. Wir müssen etwas tun, eigentlich schon seit 30 Jahren. Weltweit haben Architekten und Baufirmen erkannt, dass wir unsere Bauweise ändern müssen. Mein Name ist Pasi Tuiviainen. Ich lebe in Finnland und war früher selbst Architekt. Ich war auch recht erfolgreich, erkannte aber schnell, dass es besser wäre, ganz mit dem Bauen aufzuhören, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Also hängte ich die Architektur an den Nagel und wurde Umweltjournalist. Aber Häuser wird man immer bauen. Deshalb wollte ich mich wieder mit den Möglichkeiten des umweltgerechten Bauens befassen und auf die Suche nach dem perfekten Ökohaus gehen. Ich beginne meine Reise in Kilo bei Espoo, im Haus meines geistigen Vaters. Der Schweizer Architekt Bruno Erath ist ein Pionier für ökologisches Bauen in Finnland und ich habe jahrelang für ihn gearbeitet. Sein Ökohaus entstand Ende der 1970er Jahre als Reaktion auf die beiden ersten Ölkrisen. Wir wollten mit diesem Haus zeigen, dass man auch mit einem sehr geringen Energieverbrauch bequem leben kann. Der Energieverbrauch dieses Hauses entsprach schon vor 30 Jahren den heutigen Standards. Wir wollten ein traditionelles finnisches Haus mit einem zentralen Kaminschacht bauen, in dem in jedem Raum ein Holzofen eingebaut werden kann. Bruno Eraths Haus ist der Prototyp eines nordeuropäischen Ökohauses. Zur kalten Nordseite hin ist es gut isoliert und nach Süden zur Sonne hin offen. Durch die vielen Südfenster dringt die Sonne ins Haus, wird von den inneren Bauelementen gespeichert und wieder abgegeben, sobald die Luft abkühlt. Neben dieser sogenannten passiven Nutzung wird die Sonnenenergie auch aktiv mit technischen Hilfsmitteln eingefangen. Fast die ganze Fassade besteht aus Sonnenkollektoren, die die Wärme der Sonne aufnehmen und zum zentralen Kaminschacht weiterleiten, in dem sich auch ein großer Wassertank befindet. Dieses Ökohaus verbraucht nur ein Drittel des Energiebedarfs eines herkömmlichen Neubaus. Trotzdem würde Bruno Erath inzwischen einiges verbessern. Manches könnte einfacher gelöst werden. Dieses Haus ist ja recht verwinkelt und kompliziert gebaut. Außerdem würde ich heute sicher versuchen, meinen Strom mit Photovoltaik zu erzeugen. Bruno Eraths Haus hat 30 Jahre lang gute Dienste geleistet. Aber inzwischen hat sich das ökologische Bauen weiterentwickelt. Wie würde das perfekte Ökohaus heute aussehen?
Die energieeffizientesten Solarhäuser stehen heute in Freiburg im Breisgau, das als Welthauptstadt der Solartechnik gilt. Freiburg ist die ideale Stadt für Umweltschützer. In seiner Fußgängerzone fahren fast nur Straßenbahnen. Und sogar die alten Wasserversorgungskanäle sind in der Innenstadt noch sichtbar. Freiburg besitzt mit dem Vauban auch einen großen Ökostadtteil. Ursprünglich sollte hier nur ein altes Kasernengelände der französischen Armee umgestaltet werden. Aber nach und nach entstanden Passivreihenhäuser, die mit Solarpanels ausgestattet sind. Der Energieverbrauch dieser Häuser ist so niedrig, dass sie mehr Strom erzeugen, als sie verbrauchen. Die Solarsiedlung hat jetzt gemessen und wir haben dort jetzt Überschüsse von 36 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr im Durchschnitt. Und zwar sind alle Energiearten drin, also Haushaltsstrom, warmes Wasser und Heizung. Und mit den Überschüssen kann man dann zum Beispiel auch die Mobilität abdecken. Dieser Überschuss wird ins Stromnetz eingespeist. Auf diese Weise amortisieren sich die Solarpanels innerhalb von etwa 12 Jahren. Der Architekt Rolf Disch lebt ganz in der Nähe des Ökostadtteils. Er hat sich sein eigenes Solarkraftwerk gebaut und sein Haus Heliotrop genannt, weil es sich nach der Sonne dreht. Der Winkel des großen Sonnenkollektors auf dem Dach verändert sich mit der Höhe des Sonnenstands. Wir wollten ein Haus bauen, erstmalig, das mehr Energie produziert, als im Haus verbraucht wird. Dieses Haus produziert 3 bis 5 Mal mehr Energie. Die übrige Energie wird verkauft. Also wird ins Netz eingespeist und wird sehr gut honoriert. Dieses Experimentierhaus kostet natürlich, also da kann man nicht von Rentabilität reden, sondern dieses Haus war einfach wichtig, um viele Erkenntnisse zu sammeln, um dann kostengünstiger zu bauen. Heliotrop speichert von der Sonne erzeugten Strom und Wärme energieeffizient in Röhren, die zugleich als Balkongeländer dienen. Die großflächige Verglasung liefert große Mengen von Sonnenwärme. Mit der aktuellen Technik könnte sich Heliotrop auch nur in eine Richtung drehen, aber es folgt tagsüber der Sonne und dreht sich nachts zurück. Dieses Haus dreht sich 360 Grad, also maximal 400 Grad. Und dann dreht es sich auch wieder zurück. Und wir haben hier flexible Leitungen, das sind Schläuche, und die können sich dann auch verdrehen. Ja. Und man muss es wieder zurückdrehen. Das Haus dreht sehr langsam. Also wir können schlafen, wir können uns unterhalten, wenn Besuch da ist. Wenn nicht ein Punkt fixiert wird, dann merkt man gar nicht, dass das Haus sich dreht. Also diese große Verglasung, die ist ja wie ein Bild im Zimmer und verändert den Raum. Es ist einfach ein wahnsinniges Erlebnis, jeden Tag. Ich persönlich bin nicht wirklich überzeugt vom rotierenden Heliotrop. Könnte man das nicht einfacher lösen?
Die Universität in Stuttgart beherbergt das ILEC-Institut, das möglichst leichte Bauelemente entwickelt. Sein Leiter, der Architekt Werner Sobeck, legt bei all seinen Projekten größten Wert auf Minimalismus. Werner Sobecks Haus, namens R128, ist eine besonders leichte Konstruktion. Ein Würfel aus Stahl und Glas mit großen Fensterflächen auf allen Seiten. 39 Tonnen Gesamtgewicht ist ungefähr 15% nur des Gewichts, was ein vergleichbares Haus in Standardbauweise dieser Größe hat. Das heißt, gegenüber dem üblichen haben wir 85% weniger Ressourcen benötigt. R128 ist ein Hightech-Haus. Alle seine Funktionen sind computergesteuert. Türen und Toiletten sind mit Bewegungsmeldern versehen. Den dafür notwendigen Strom liefern Solarpanels auf dem Dach. Die Wärmeisolation der verglasten Flächen konnte durch den Einsatz von Nanotechnik verbessert werden. Die Schicht auf den Gläsern ist nur wenige Atome dick. Das heißt, innen ist es warm, außen ist es kalt. Was vollkommen normal wäre, dass diese Wärme nach außen abstrahlt. Und dieser Blocker, stark wie wenige Atome, verhindert diese Abstrahlung. Auch das Problem der Überhitzung im Sommer wird technisch gelöst. Die Decken werden mit Wasser durchflossen. Die Wassermenge ist computergesteuert. Und dieses Wasser, das durch die Decken fließt, kühlt das Haus. In Werner Sobecks Haus zirkuliert im Sommer kaltes Wasser in den Decken und wird zu einem großen Kühltank unter dem Haus geleitet. Im Winter funktioniert das System umgekehrt und beheizt das Haus. Das heißt, sobald die Sonne scheint, wird der Tank wärmer und sobald man heizen muss, wird der Tank wieder kühler. Und das wissenschaftliche Problem besteht lediglich darin, den Tank so groß zu machen, dass er nie kalt wird. Mir erscheint es wenig sinnvoll, ein Haus erst überhitzen zu lassen, um es dann mit technischen Mitteln herunterzukühlen und die überschüssige Wärme abzuführen. Das ist sicher energieaufwendiger als ein Haus, das besser durchdacht ist. R128 ist ein Aktivhaus. Das Haus als energiegewinnendes Objekt und nicht als ein energieverbrauchsvermeidendes Objekt. Ich habe diesen Begriff eingeführt, im Gegensatz zum weltweit benutzten Passivhausbegriff. Die Villa X, das Ökohaus von Forscher Pekka Tuomala, steht ebenfalls in der Nähe des finnischen Espoo. Von außen wirkt es ganz normal. Es ist insofern umweltgerecht, als es Wärmeverluste minimiert. Damit folgt es genau dem Prinzip des Passivhauses, von dem sich Werner Sobeck abgrenzt. Die Energieeffizienz von Gebäuden beruht darauf, dass man ihren Energiebedarf durch gute Isolierung und eine gut funktionierende Lüftung konsequent reduziert. Die Villa X besteht aus speziellen Niedrigenergiebausteinen. Sie sind in der Mitte mit Polyurethan ausgeschäumt, einem stark wärmeisolierenden Stoff. Durch die mechanische Lüftung, die an eine Wärmerückgewinnung angeschlossen ist, kann der Energieverbrauch noch weiter reduziert werden. Statt warme Luft nach außen abzuführen, wird die Wärme gespeichert. Im Winter, wo man diese Energie braucht, wird damit die kalte Außenluft vorgewärmt.
Wir stellen Temperatur und Luftmenge auf die gewünschten Werte ein und die Lüftung regelt den Luftaustausch automatisch. Als dieses Haus neu gebaut wurde, lag sein Heizenergieverbrauch nur etwa halb so hoch wie bei herkömmlichen Neubauten. Durch die Optimierung der Wärmerückgewinnung aus der Lüftung lässt sich der Heizenergiebedarf trotz des finnischen Klimas auf fast ein Viertel senken. Weiter südlich bräuchte ein Passivhaus nicht einmal eine Heizung. Die Sonneneinstrahlung durch die Fenster und Wärmeverluste von Beleuchtungskörpern und Haushaltsgeräten würden genug Wärme erzeugen. Daher auch der Name Passivhaus. Trotz ihrer Unterschiede haben Heliotrop, R128 und Villa X aber eine Gemeinsamkeit. Ihre Umweltfreundlichkeit basiert zum großen Teil auf Technik. Hier spalten sich die Ökoarchitekten in zwei Lager: in Technikbefürworter und Technikgegner. Absolut nicht. Für mich ist das ein Witz. Ich habe mich weitaus länger mit diesen Techniken beschäftigt als viele andere Architekten. Ich hatte für meine Projekte immer so viel Geld zur Verfügung, wie ich wollte. Eines meiner Häuser hätte ich mit Luxuskarossen zupflastern können und es wäre trotzdem noch preiswerter als diese Häuser gewesen. Ich hatte das Glück, genau das zu tun, was ich wollte und mich mit diesen Ideen auseinanderzusetzen. Das funktioniert garantiert nicht. Sobald man einen Motor, einen Server, ein Schaltrelais, ein Messgerät oder einen Sensor einbaut, muss das geeicht, optimiert, reguliert oder ausgetauscht werden. Solche Geräte gehen kaputt, überhitzen oder fallen aus. Das ist Quatsch. Wir haben einmal Probleme gehabt mit dem Sturm. Da ging ein bisschen was kaputt. Das wurde dann repariert, wurde auch von der Versicherung übernommen. Es war ein Sturmschaden. Aber sonst haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme. Die ersten 6 Monate gab es viele Probleme. Weil das sind ja alles Prototypen. Da hat sich dann herausgestellt, dass irgendein Programmierfehler in der Steuerung war, dass der Elektriker 2 Kabel falsch angeschlossen hat. Das ist okay, das ist kein Problem. Ich glaube nicht, dass diese Systeme auf Dauer funktionieren. Sie fallen sicher irgendwann aus. Bill Dunster ist sehr kritisch. Er meint, aufgrund von Umwelt- und Klimaproblemen müssen wir uns auf weniger stabile Lebensbedingungen einstellen. Wir brauchen heute robuste Gebäude, die auch schwierigen Bedingungen standhalten. Wir werden nicht auf Dauer am anderen Ende der Welt Mikroprozessoren kaufen können. Zu komplizierte Elektronik kann da nicht mehr repariert werden. Unsere Lebensbedingungen werden in Zukunft viel primitiver sein. Deshalb brauchen wir einfache Dinge, die lange halten. Bill Dunster entwarf das Wohnviertel Bed Zed in Wallington, einem Londoner Vorort. Auch sein Büro Z-Factory befindet sich dort. Bed Zed ist eine sonnendurchflutete Höhle, perfekt isoliert und mit einer passiven Belüftung mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Das Viertel wird von einer recht großen Fläche von Photovoltaikelementen und von einem Kraftwerk versorgt, das aus Biomasse Strom und Warmwasser erzeugt. Was wirklich gut funktioniert, sind die passiven Gebäudeteile. Also einfache Dinge, die sich nicht bewegen, wie Photovoltaikelemente oder Dachgärten. Durch den Einsatz unkomplizierter und zuverlässiger Lösungen will Bill Dunster der Allgemeinheit den Zugang zum ökologischen Bauen erleichtern.
Der logistische Ablauf ist stark vereinfacht und es gibt eine Liste von Standardkriterien. Sobald hier ein begrenzter Rahmen gesteckt ist, kann man sich ins Zeug legen und kreativ werden. Aber auch die namhaftesten Vertreter der technisierten Ökoarchitektur, auch Ökotech genannt, stammen aus England. Wie Sir Norman Foster, Architekt der Londoner City Hall. Sein Architekturbüro am Ufer der Themse greift beim ökologischen Bauen immer wieder auf Technik zurück. Ich halte den technischen Ansatz für sehr wichtig und ich bin überzeugt, dass er sich für sehr viele Gebäudetypen eignet. Die Fenster der Londoner City Hall sind mit Sensoren ausgestattet. Wenn man sie öffnet, schaltet sich die Lüftung automatisch aus. Das Gebäude besitzt außerdem eine Hightech-Verglasung und Kühlstreben. Und die Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde kürzlich verbessert. Sir Norman Fosters Arbeiten zeichnen sich vor allem durch ihr puristisches Design und ihren hohen technischen Anspruch aus. Das Gebäude der City Hall ist nach Süden geneigt. So beschatten sich die Südfenster durch ihre versetzte Anordnung automatisch selbst. Auf der Nordseite ist das nicht notwendig, weil hier keine Sonne scheint. Der Wolkenkratzer 30 St. Mary Axe, der die Londoner Skyline dominiert, ist ebenfalls Sir Norman Fosters Werk. Durch sein ausgeklügeltes Lüftungssystem liegt der Energieverbrauch um 40% niedriger als bei einem herkömmlichen Bürohochhaus. Manche der verglasten Dreiecke des Atriums lassen sich öffnen. Ihre Form ermöglicht eine ganz natürliche Luftzirkulation, weil die Luft wegen der abgerundeten Fassadenform automatisch aus der Richtung, aus der der Wind bläst, in einen Bereich mit niedrigerem Luftdruck strömt. Der niedrigere Druck hier sorgt für eine natürliche Belüftung. Sicher hilft die Ökotechnologie, den Energieverbrauch der Gebäude zu senken, nicht aber den Energieverbrauch für die Herstellung der Baumaterialien. Hierfür sind sehr unterschiedliche Mengen sogenannter grauer Energie erforderlich. Metalle, besonders Aluminium und Stahl, sind ausgesprochene Energiefresser. Und allein die Betonproduktion macht 5% des weltweiten CO2-Ausstoßes aus. Diesen Aspekt verschweigt die Ökotech-Architektur geflissentlich. Bei der Ökotech-Architektur wird die graue Energie nicht berücksichtigt. Ebenso wenig wie der ökologische Einfluss der Rohstoffe. Die meisten dieser Hightech-Gebäude verbrauchen für die Herstellung und Anlieferung ihrer Solarpanels auf dem Dach mehr Energie, als diese Panels je erzeugen können. Wo also finde ich nachhaltigere Lösungen als die Ökotech-Architektur? Thank you.
Das Büro von Architekt Gernot Minke befindet sich in seinem Wohnhaus in Kassel. Er war Professor und Wissenschaftler für natürliches Bauen an der Kasseler Gesamthochschule. Und natürlich ist sein Haus umweltgerecht. Ökologisch ist, dass ich mit dem Baustoff Lehm gebaut habe, der ja sehr wenig die Umwelt belastet, extrem wenig. Und was sehr wesentlich ist, ist das grüne Dach auf dem Dach, was sehr zur Wärmedämmung im Winter beiträgt und im Sommer vor der Wärme schützt. Minke hat sein Haus größtenteils selbst gebaut. Die unregelmäßig geformten Wände bestehen aus Lehm. Das ist eine Technik, die ich auch entwickelt habe. Das sind Baumwollschläuche und mit Lehm und Blähton gefüllt. Und dann kann man, wenn man ein bisschen drüber streicht, kommt der Lehm aus den Poren raus und dann kann man übereinander legen und dann klebt das ohne Mörtel. Und man kann schön frei gestalten. Ich habe das alles selber gemacht. Dann ist es wichtig, dass man die Energie, die man jetzt zum Beispiel hat durch die Sonne, speichert. Jetzt sind ja auch die Türen offen und die Wärme hole ich von dem Wintergarten in die anderen anliegenden Räume und ich brauche keine Heizung in dieser Zeit. Und vor allen Dingen habe ich ein sehr starkes Wärmespeichervermögen durch diese massiven Lehmwände. Dieses Haus ist 16 Jahre alt. Ich habe noch nichts daran gemacht, nichts gestrichen, nichts, keine Reparatur, 16 Jahre lang. Gernot Minkes früheres Haus aus den 1980er Jahren steht im gleichen Viertel. Die neuen Besitzer haben kleine Verbesserungen daran vorgenommen. Hallo Bea. Hallo Gernot. Hallo. Das ist ja gerne. Komm rein. Ich wollte ganz gern in der Küche. Ja. Zeige ich dir das mal? Zeig mir mal, da, was ihr da oben mit dem Oberlicht gemacht habt. Das finde ich so interessant. Mit ja, der Spiegelung da. Genau, wir haben da oben ein Oberlicht reingemacht und auch nochmal Spiegel, damit die Sonne das noch ein bisschen mehr reflektiert. Dadurch ist das doch sehr viel heller hier, ne? Genau. Im Verhältnis zu dem Raum, zu dem Fenster, ist das ja, kommt ja da sehr viel mehr Licht rein. Ja. Ja. Ja, schön. Schön ist es hier. Ja. Sehr wichtig sind auch Baustoffe und Oberflächen, die keine toxischen Gase abgeben, nicht? Damit man ein gesundes Wohnklima hat. Für mich ist das gesunde Wohnen mit das Wichtigste, dass man innen ein gesundes Wohnklima hat und dass die Baukosten nicht höher sind als bei einem konventionellen Haus. Das habe ich mit all meinen Projekten geschafft. Viele Leute denken bei Stroh und Lehm an alte Fachwerkhäuser mit kuscheliger Atmosphäre und Hippie-Flair. Für mich als Architekt war es deshalb wichtig zu zeigen, dass sich auch warme, gesunde und ökologische Materialien gut für die moderne Architektur eignen. Die Trägerkonstruktion des Biohauses des Belgiers Herwig van Zoom besteht aus lokal angebautem Holz und das Stroh für die Wände stammt von benachbarten Feldern. Die Strohballen werden innen wie außen durch einen dicken Lehmputz vor Feuer und Wasser geschützt. Die Eigenschaft von einem Strohballenwand. Eine Wand aus Strohballen, die auf beiden Seiten mit Lehmputz verkleidet ist, zeichnet sich dadurch aus, dass sie atmet. Aus ökologischer Sicht bietet sie ein viel natürlicheres Lebensumfeld als Beton oder synthetische Dämmmaterialien, die wie eine Plastiktüte wirken.
von Ihnen plastische Sackte sitte. Ein Haus aus Stroh atmet ganz natürlich, so wie unsere eigene Haut. Da Stroh sehr gut dämmt, ist Herwig van Sooms Haus viermal so gut isoliert wie ein herkömmlicher Bau. Der dicke Steinboden, ein hervorragender Speicher für passive Sonnenenergie, verbessert seine thermische Bilanz. Ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Genau das wollte ich erreichen. Vor 7 Jahren hatte ich noch keinen einzigen Kunden. Inzwischen habe ich an die 30 Häuser gebaut und ein gutes Dutzend laufende Projekte. Mein Traum hat sich erfüllt und die Reaktionen sind positiv. Aber sind solche Biohäuser auch internationalen Anforderungen und einer Produktion im größeren Maßstab gewachsen? Auch in Belgien sind wir bezig mit einem Projekt. Wir arbeiten in Belgien an einem Projekt für ein Fertighaus, das mit Hilfe einer großen Baufirma aufgestellt werden soll. Es soll ein Mietshaus mit 8 bis 10 Wohneinheiten entstehen. Aber auch ein öffentliches Gebäude und ein Teil einer Schule, die ebenfalls aus Stroh gebaut werden. Wir erleben hier gerade eine großartige Entwicklung. Und diese Form des Bauens ist immer mehr auf dem Vormarsch. Nur Holzständerkonstruktionen erfüllen die Standards der Biobauweise. Vor kurzem wurde in der Londoner City ein neuer Rekord aufgestellt. Der Bau des höchsten Hauses mit einer Holzständerkonstruktion. Ein 9-stöckiges Wohnhaus. Die Verwirklichung des sogenannten Stadthauses kostete Architekt Andrew Waugh viel Durchhaltevermögen. Wir haben in den letzten Jahren bei fast all unseren Kunden angefragt, ob sie nicht mit Holz bauen wollten. Die Antwort lautete immer gleich: Nein, kommt nicht in Frage. Wir mussten diese Idee eisern verteidigen. Erst bei unseren Kunden, dann bei den Behörden. Waren sie aber erst einmal überzeugt, wurden sie richtige Fans der Holzkonstruktion und machten für uns Mundpropaganda. Wenn man einem Bauträger erzählt, wie er viel Geld sparen kann, hört er einem zu. Vorher nicht. Das gesamte Stadthaus, ob tragende Außenwände, Zwischenwände, Zimmerdecken oder Dachstuhl, besteht aus 13 cm dickem Holz. Eine Holzständerkonstruktion lässt sich doppelt so schnell aufstellen wie ein herkömmlicher Bau. Und man braucht dazu nur wenige Arbeiter. Vier. Es ging unglaublich schnell. Dummerweise bin ich mittendrin in Urlaub gefahren. Als ich wiederkam, war es fast fertig. 9 Wochen, exakt 27 Arbeitstage. Bei der Verlegung der Kabel und Rohre hatten es die Elektriker und Installateure mit dem Holz um einiges leichter als mit Beton und brauchten deshalb nur ein Drittel der Zeit. Immer wenn ich auf der Baustelle war, fiel mir auf, wie zufrieden die Handwerker waren. Alle pfiffen und summten. Jeder nannte mich Andrew.
Seltsam erscheint mir nur, dass die Holzoberflächen am Ende, innen und außen, nicht mehr sichtbar sind. Dabei gibt es keinen technischen Grund, das Holz zu verkleiden. Auch nicht für den Brandschutz. Eine der Vorgaben des Bauträgers war, dass die Wohnungen innen so gestaltet sein mussten wie alle anderen von ihnen angebotenen Apartments. Sie wollten da kein Risiko eingehen. Ökologisch betrachtet zählt vor allem, dass die Holzständerkonstruktion das Stadthaus zu einem erstklassigen Kohlendioxidspeicher macht. Die für ihren Bau verwendeten Bäume nahmen während ihres Wachstums jahrelang CO2 auf, das die Erdatmosphäre erwärmt. Jetzt wird es für einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte hier zurückgehalten. Andrew Waugh schätzt, dass der Bau des Stadthauses etwa so viel an Kohlendioxidemissionen einspart, wie das Haus in 25 Jahren an Energie verbraucht. Das demonstriert eindrucksvoll, wie viel CO2 beim Bauen mit Beton und Stahl anfällt. Dieses Verfahren ist sehr umweltschädlich. Wenn man Zement brennt oder Stahl schmilzt, erfordert das sehr viel Energie. Das steht in keinem Vergleich zum Pflanzen und Fällen eines Baumes im Wald. Das ökologische Bauen bietet eine breite Palette von Verfahren, von der Spitzentechnologie bis hin zu natürlichen Lösungen. Doch obwohl sich Ökotech und Bioarchitektur deutlich unterscheiden, gibt es auch hier nicht nur Schwarz und Weiß. Viele Architekten machen sich die Vorteile beider Seiten zunutze. Im Wolkenkratzer 30 St. Mary Axe erfolgt die Belüftung nicht mechanisch, sondern druckabhängig. Man nutzt einfach die natürlichen Druckunterschiede. Herwig van Zoom hat in seinem Biohaus Türen aus Aluminium eingebaut, einem recht energieaufwendigen Material. Können wir auch mal einander gebruiken? Man kann die verschiedensten Materialien verwenden. Ich suche nach einer harmonischen Verbindung zwischen zeitgenössischen, technischen Baustoffen und wärmeren Materialien. So kann ich sparsamer bauen. Hier ist es umgekehrt. Unter der Metallverkleidung besteht die Unterkonstruktion des Hightech-Hauses Heliotrop, wieder erwarten aus Holz. Das ist hier eine Holzkonstruktion, aber wir schützen das Holz mit Metall. Also das ist praktisch unser Holzschutz. Wie also sieht das perfekte Ökohaus aus? Leider haben wir es noch nicht gefunden. Aber ich persönlich tendiere eher zu den Biohäusern. Druckabhängige Lüftung und Nutzung der Sonnenwärme sind unverzichtbar. Sinnvoll wäre also eine Kombination aus der CO2-speichernden Holzkonstruktion des Stadthauses, atmenden Wänden aus Lehm und Stroh und den Solarpanels aus dem Freiburger Ökostadtteil Vauban. Die natürlicheren Ansätze überzeugen mich eher. Denn sie bieten breiter einsetzbare und ausgefeiltere Lösungen für unser Umweltproblem. Beim ökologischen Bauen sollte bedacht werden, dass die fossilen Energieressourcen wegfallen könnten. Ich schlafe zum Beispiel in einem unbeheizten Raum. Im Winter ist es dort natürlich etwas frisch, aber die Luft ist sehr gesund. Ich finde es wichtig, selbst die Temperatur bestimmen zu können, bei der man schlafen will. Wenn man im Winter einen warmen Ort sucht, findet man ihn in der Mitte des Hauses.
Dieses Haus unterscheidet sich deshalb von vielen anderen, in denen an jedem Fleck, auch in unmittelbarer Fensternähe, etwa die gleiche Temperatur herrschen soll. Die Auflagen zum Energiesparen werden immer strenger. Und neue Bauvorschriften nötigen uns offenbar auf Standardlösungen zu setzen. Individuellere Lebensmodelle, wie das von Bruno Erhard, der auch im Haus im Rhythmus der Jahreszeiten lebt, stehen deshalb vor dem Aus. Man braucht nicht unbedingt ein perfekt gedämmtes Haus mit Spitzentechnik. Ich halte es dagegen für notwendig, natürliche Lösungen zu nutzen, weil sie sich nicht so schnell überleben. Die Hälfte meiner Reise liegt hinter mir. Nach allem, was ich gesehen habe, frage ich mich, ob das äußere Erscheinungsbild eines Hauses seinen Öko-Charakter unterstreichen soll oder ob ein Ökohaus beliebig aussehen darf. Architekten hatten schon immer ihre Manifeste. Deshalb hier meins. Ich plädiere dafür, dass aus der aktuellen ökologischen Krise ein neues architektonisches Ideal hervorgeht. Denn unsere Städte müssen grüner werden.